Hallo und herzlich willkommen. Hallo Samuel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim wöchentlichen Git Help Talk. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir in unserem wöchentlichen Format anlässlich der Corona-Krise, anlässlich der aktuellen Situation wollen wir für euch da sein, wollen euch versorgen mit Informationen, sprechen ganz viel mit Industrieexperten, also sprechen mit Experten aus der Branche, mit Veteranen aus der Branche, haben sie gefragt, okay, wie war es, als es vorher schon mal solche Krisen waren, was gibt es für Informationen, beobachten da auch immer ganz intensiv den chinesischen Markt, wie es dort entsprechend vorangeht, weil der chinesische Markt ja ein Stück weiter voraus ist und ich bin sehr stolz und glücklich, heute auch zwei dieser Experten hier mit an Bord zu haben. Zum einen Samuel von Headout gleich und Max Mühlbach von Exit, ein Live-Escape-Game. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir gleich einsteigen, einen kurzen Talk mit den Kollegen, mit Samuel und Max, vielleicht nochmal ein ganz kurzes Update von uns aus dem Markt. Ihr kennt ja quasi schon das Modell, wenn wir einmal reingehen in die Slides, haben wir heute zwei Sachen für euch vorbereitet, nur einmal für euch vorbereitet, zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich in der aktuellen Situation, was haben wir für aktuelle Updates mitgebracht und haben dann, wie gesagt, zwei Gastexperten für euch heute mitgebracht, einmal den Max von Exit, einmal Samuel von Headout, die uns ein paar Perspektiven geben können aus ihrem Bereich, aus ihrer Perspektive, wie sie gerade mit der Krise umgehen und wie ihre Erfahrung auch mit solchen Krisen ist. Vielleicht erst ganz kurzes Update. Ihr kennt das Modell schon, wenn ihr das letzte Mal da wart, zu sagen, wo stehen wir? Wir glauben, dass keiner genau weiß, wie lange die einzelnen Phasen der Krise sein werden. Was wir aber wissen, ist, dass diese Krise wird sich in verschiedenen Phasen abspielen. Also es wird verschiedene Phasen geben, wie wir aus dieser Krise wieder rausgehen. Und wir haben das einmal segmentiert in so einem dreistufigen Modell. Teile von euch kennen das schon. Wir geben gleich ein ganz kurzes Update dazu, wo wir stehen, zu sagen, okay, wenn wir uns Gedanken machen, wie wollen wir uns eigentlich positionieren in dieser Krise, sollten wir uns Gedanken darüber machen, zu sagen, okay, wo stehen wir in dieser Krise und welche Phasen werden nacheinander entsprechend wieder ablaufen. Und wir haben das segmentiert in so ein dreistufiges Modell, basierend auf ganz vielen Erfahrungen von Branchenexperten, von Industrieveteranen, haben uns angeschaut, okay, wie hat es sich auch bei anderen Krisen abgestellt? Jetzt aktuell hier in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum, sind wir aktuell in der Phase 1 des Lockdowns. Das ist das quasi, was ihr in den Slides auch ganz links seht. Wie gesagt, wir sind keine Gesundheitsexperten, wir sind auch keine Gesamtindustrieexperten. Das heißt, wir haben jetzt auch kein besseres Wissen, wie lange werden die einzelnen Phasen dauern. Was wir uns aber anschauen können, ist, wie verhalten sich die einzelnen Akteure in den verschiedenen Phasen, was sind unsere Markterwartungen. Aktuell sind wir in der Lockdown-Phase, so als kurzen internationalen Benchmark. Circa ein Drittel der Weltbevölkerung sind aktuell in der Lockdown-Phase, dürfen also de facto ihre Heimat nicht mehr verlassen oder unterliegen einer Kontaktreduktion. In China sind wir schon in der zweiten Phase. Das ist die Phase, die wir nennen Getting Back to the New Normal, also zurück zur neuen Normalität. Das ist die Phase nach dem Lockdown. Was wir da typischerweise sehen, gerade auf dem Bereich der Freizeitanbieter, der Freizeitindustrie, der Touren und Aktivitäten, dass die wieder eröffnen dürfen, aber typischerweise das Marktvolumen noch nicht komplett da ist. Also was wir dort sehen, ist tatsächlich, dass die Anbieter wieder öffnen, dass es auch eine wirkliche Nachfrage gibt nach Freizeitangeboten, dass die Leute wollen, nachdem sie irgendwie wochenlang zu Hause eingesperrt waren, wollen auch wieder Freizeitangebote nutzen. Aber um eine Wiederansteckung zu verhindern, gibt es entsprechend Regularien in der Regel, die verhindern, dass die komplette Kapazität ausgeschöpft werden darf. Das heißt, ganz konkret in China ist es aktuell so, dass Attraktionen dürfen ungefähr ein Drittel ihrer verfügbaren Plätze zur Verfügung stellen, wirklich verkaufen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Freizeitanbieter bin, eine Attraktion bin, die circa 300 Plätze hat, dann darf ich aktuell 100 Gäste dort gleichzeitig drin haben. Und das führt dazu, dass in dieser zweiten Phase, dieses, was wir zurück zur neuen Normalität nennen, dass es dort viel mehr Nachfrage gibt, als tatsächlich das Angebot an Freizeitleistungen. Das finden wir hochspannend, weil das stimmt uns natürlich zuversichtlich, dass sobald die Lockdown-Anforderungen wieder auch gesenkt werden, dass dann der Markt entsprechend wieder zurückkehrt.
Und dann kommt danach und nochmal, keiner weiß, wie lange auch die zweite Phase exakt dauert, weil es natürlich von ganz vielen Thematiken abhängt, wie viel stecken sich auch wieder erneut an, gibt es nochmal eine zweite Epidemiewelle oder nicht. All diese Faktoren, das könnt ihr besser einschätzen als ich, das kann ich nicht gut einschätzen, das können wahrscheinlich nur Gesundheitsexperten und die auch nur zum Teil gut einschätzen. Aber was sicher ist, danach wird es eine dritte Marktphase geben, die Marktphase des Rebounds, wie wir das nennen. Und dann wird der Markt wieder langsam zu einer Normalität zurückkehren. Wie wird diese Normalität aussehen? Wir gehen davon aus, dass für die nächsten 2 Jahre nach dem Ende des Lockdowns wir in so einer Phase sind, wo wir aktuell 85% ungefähr des Marktvolumens haben von dem, was wir vorher gehabt haben. Das ist ungefähr das Gleiche, was wir damals nach der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen haben. Da hat es auf den Gesamtreisemarkt ungefähr 2 Jahre gedauert, bis der wieder auf dem alten Niveau war. Und für diese 2 Jahre lang war er ungefähr auf 85% des Niveaus auf dem letzten Jahr vor der Krise. Dort ist natürlich auch sehr spannend zu sehen, was wird zuerst anfangen. Typischerweise erwarten wir, dass gerade Reisebeschränkungen relativ lange auch bestehen bleiben werden. Das heißt, es wird erstmal der sogenannte Domestic Travel, also der die Reisen innerhalb eines Landes, wenn wir hier in Deutschland sind, stellen wir uns eher lokale Destinationen wie an die Ostsee fahren, wie an die See fahren oder auch Städtereisen oder auch Aktivitäten in der eigenen Stadt vor. Das heißt, das werden die Aktivitäten sein, die als erstes wieder profitieren und auch partizipieren an diesem Marktstart. Und erst sehr viel später werden wir wieder internationalen Reisen sehen, weil davon auszugehen ist, dass viele der Reisebeschränkungen, die aktuell platziert wurden, die aktuell ausgesprochen wurden, auch relativ lange Zeit bestehen bleiben werden, weil davon auszugehen ist, dass gerade Regionen, die es geschafft haben, irgendwie den Coronavirus in der Region zu besiegen, eine Sorge dafür haben werden, dass sie sich nochmal neu infizieren, indem sie Touristen dann nochmal aus anderen Regionen reinlassen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass gerade Reiserestriktionen eher länger bestehen bleiben werden. Und das wird auch dazu führen, dass gerade das internationale Reiseverhalten nochmal ein ganzes Stück langsamer anwächst. Das heißt, das sind die 3 Marktphasen, die wir euch einladen würden, das auch für euch zu sortieren, zu sagen, okay, wie will ich mich eigentlich in den verschiedenen Phasen verhalten? Und je nachdem, was für ein Modell ich dahinter habe, zu sagen, okay, wie lange werden denn eigentlich die verschiedenen Marktphasen dauern? Kann ich jetzt entweder ein Optimist sein? Und wie gesagt, also wir wissen da auch nicht mehr als ihr. Wir sprechen mit ganz vielen Industrieexperten, mit Marktveteranen, aber wir können auch nur einmal zusammenfassen, was für Informationen wir bekommen haben. Da kann man jetzt optimistisch sein und sagen, okay, wir werden hier in Europa einen Lockdown haben von ungefähr vielleicht 3 Monaten, 12 Wochen. Danach kommt diese Fade-in-Phase, das heißt in diesen Sommer, die Sommersaison für viele unserer Anbieter ja eine super wichtige Saison, wäre dann quasi in dieser Fade-in-Phase, in dieser begrenzten Phase und dann darauf basierend kommt dann die Rebound-Phase, das heißt das Winter, das Weihnachtsgeschäft wäre das erste richtige Geschäft, was wir wieder sehen würden, das wäre quasi ein optimistisches Szenario, was man vertreten kann. Oder man geht auf ein pessimistischeres Szenario und sagt, okay, der Lockdown ist nochmal ein ganzes Stück länger, ist irgendwie noch einen Monat länger. Der Fade-in dauert dann auch noch erheblich länger, weil es vielleicht nochmal eine zweite Welle gibt. Und damit wäre dann das erste richtige Geschäft wieder auf dem gleichen Niveau, wie wir das gesehen haben, das April 21 Geschäft, das meint das Ostergeschäft 2021. Das wäre so ein pessimistisches Szenario. Irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich abspielen. Und da gibt es verschiedene Thesen. Ich glaube, es ist auch heute gar nicht so extrem wichtig zu sagen, in welcher Woche endet eigentlich der Lockdown, in welcher Woche endet eigentlich welche Phase, sondern mehr ein Verständnis, ein eigenes Verständnis zu entwickeln, zu sagen, okay, wo stehe ich eigentlich und wie muss ich mich in den einzelnen Phasen verhalten, um dann auch partizipieren zu können, wenn der Markt entsprechend wieder seinen Peak erreicht. Das kurz als Einleitung, das kurz als Refresh. Wie gesagt, zur Erinnerung, wir sind jetzt in Deutschland in der dritten Phase des Lockdowns im deutschsprachigen Markt, glaube ich, relativ analog in der dritten Phase des Lockdowns. Die Italiener sind in Europa am weitesten fortgeschritten, in Anführungszeichen, sind in der fünften Woche des Lockdowns. Wir gehen davon aus, dass der Lockdown in Europa länger dauern wird als in China. Dort dauert er ja nur 7 Wochen und wir sind bereits wieder im Fade-in. Gehen davon aus, dass gerade europäische Regierungen nochmal ein höheres Verhältnis haben auf, sie wollen wirklich das Gesundheitsrisiko nochmal reduzieren und haben dann anderes Abwägungsverhältnis gegen Wirtschaftswachstum. Das heißt, sie sagen, im Zweifel werden sie den Lockdown noch ein paar Wochen länger lassen, einfach um Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Das quasi kurz
als Einleitung. Jetzt freue ich mich sehr, dass nicht nur wir ganz viel mit Experten im Hintergrund sprechen durften und das einmal hier für an euch übergeben durften, übertragen durften, sondern dass wir zwei dieser Experten gewinnen konnten, heute hier zu sein, Max sogar live im Studio, und dass wir einmal reingehen können und wirklich auch selber Fragen stellen können. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Wie immer gilt, es gibt im Chat, wenn ihr Fragen habt, geht ruhig rein. Ich nehme dann immer die Fragen raus, lese die vor. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, traut euch, stellt Fragen. Ich glaube, Max hat auch noch was mitgebracht. Insofern, es wird auf jeden Fall viele spannende Infos geben. Und traut euch auch wirklich selber Fragen zu stellen. Das war immer die letzten Wochen ein sehr interaktiver Dialog. Und jetzt erstmal ein herzlich willkommen nochmal ganz persönlich an Max, Exit Berlin, Samuel hier zugeschaltet von Headout. Vielleicht ein ganz kurzes Intro und vielleicht könnt ihr drei Sätze zu euch sagen. Max ist Geschäftsführer von gleich zwei Freizeitangeboten, nämlich einmal von einem Escape Game. Du darfst gleich einmal allen erzählen, was eigentlich ein Escape Game ist. Und auch von einer virtuellen Version und kommt aus dem Eventmanagement-Bereich. Und Samuel kommt aus dem E-Commerce-Bereich und ist jetzt der Marktverantwortliche für Europa von Headout, einer weltweit agierenden Vermarktungsplattform für Freizeitangebote. Samuel kann es gleich auch ein paar Worte zu sich erklären. Aber vielleicht fängst du an, Max, und erzählst uns, was eigentlich ein Escape Game ist. Ja, vielen Dank, Lukas. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Max. Ich bin Gründer von Exit hier in Berlin und von Exit VR, dem Ganzen in der virtuellen Realität. Um direkt auf deine Frage einzugehen, Escape Games sind quasi Freizeiteinrichtungen für Kleingruppen. Wir schließen Leute in Räume, die kommen freiwillig zu uns, rätseln meistens eine Stunde, um dann wieder zu entkommen. Diese Anlage haben wir hier in Berlin-Mitte in einem ehemaligen Bunker, 800 Quadratmeter. Wir empfangen da 70 Personen in der Stunde, sind sehr ausgelegt auf Corporate-Events. Und seit 2016 gibt es das Ganze eben auch in der virtuellen Realität. Da haben wir einen VR-Escape Room klassischerweise hier in einem Berliner Studio gebaut. Und dieses lizenzieren wir weltweit, normalerweise mit tausenden Spielern pro Monat, aktuell seit dem 20. März leider ohne Spieler. Vielen Dank. Samuel, erzähl mal was zu deinem Background. Was macht eigentlich Headout? Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo. Also wie gesagt, ich bin Samuel. Wie Sie alle jetzt hören, bin ich aus Frankreich und ich bitte um Verständnis mit dem Deutsch. Ich bin so an einer Seite sehr, sehr, sehr glücklich, eine Möglichkeit zu haben, mein Deutsch zu üben. Aber wenn es unklar ist, sag mal und ich kann wiederholen oder es nochmal schaffen. Headout ist eine Buchungsplattform für Aktivitäten, Events, Entertainment, die 2015 in New York gegründet war und seit 2017 aktiv in Europa ist, mit Europa, so Hauptbüro in Berlin, Berlin-Mitte, wo ich jetzt bin. Wir haben unsere Idee, war ein neues Modell zum Markt zu bringen, wo das Ziel viel weniger alle Angebote auf eine Plattform zu haben, aber vielmehr so ein Curation Approach zu haben, und die Angebote so mit den Operators zu co-define, ja, co-design experiences, und so weniger Möglichkeiten auf die Plattform zu haben, aber dass alle Kunden sagen, dass sie, wenn die bei uns sind, dann wurde alles schon so live überprüft, gecheckt, co-designed und so, dass es so eine Sorte von so Garantie von for good time gibt. Vielen Dank und vielen Dank auch heute auf Deutsch mit uns mitzumachen. Ich bin sehr glücklich, dass du hier auf Deutsch, wir haben viel auf Englisch schon gesprochen, aber schön, dass du heute auch auf Deutsch mit dabei bist. Max, erzähl mal, du hast schon ganz kurz erzählt, seit dem 20. sind die Kunden auf Null gesunken. Wann war es denn für dich, für euch das erste Mal, dass ihr gesagt habt, Mensch, da rollt was auf uns zu, da wann habt ihr das als erstes realisiert und wie habt ihr da am Anfang reagiert? Also es war tatsächlich zweigeteilt. Ich spreche auch immer von beiden Unternehmen. Ich fange mit VR an. Dort war es so, wir haben viele Entwickler eben, die nicht in der Lage waren, zuvor in Heimarbeit zu arbeiten, im Homeoffice, im Klassischen. Und da hat mein Mitgründer relativ früh reagiert, hat denen schon allen mal erstmal VR-Brillen mitgegeben und die Spezifikation ihrer Heimrechner geprüft, um halt für den Fall, dass sie dann kurzfristig zu Hause bleiben müssen, halt agieren zu können. Das war so rund um Mitte März.
Bei Exit waren wir lange Zeit oder kurze Zeit, nachdem die ersten Sachen geschlossen wurden, noch nicht so arg betroffen. Es gab in Berlin auch die Regelung, dass eben noch Kleinstgruppen bis 50 Teilnehmer pro Stunde auch in Freizeiteinrichtungen gehen konnten. Das haben wir so lange ausgeschöpft, wie es eben ging. Am 17. März dann war es aber auch für uns vorbei. Ich muss ehrlich sagen, dass es eine Pandemie vielleicht mal geben kann, ja, das war mir nicht ganz fremd, aber in welcher Stärke das sich dann wirklich durch alle Bereiche zieht, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Und wir waren darauf auch nicht vorbereitet. Vielen Dank. Samuel, wie war es für euch? Wann war das erste Mal das Thema bei euch auf der Agenda? Wie habt ihr euch vorbereitet? Nee, also das erste Mal, weißt du, wir sind auch, da wir weltweit in aktiv sind, sind wir auch in Asien aktiv. Und das heißt so, ja, das Thema Coronavirus war bei uns so schon im Januar da. Aber das war wirklich nur für asiatische Länder. Und dass wir dann dachten wir noch, ja, okay, das wird nur in Asien sein. Wir hatten, ich denke, am letzten Sonntag im Februar haben wir bemerkt, etwas ist passiert mit Buchungen in Italien, wir haben bemerkt, Leute planen nicht die Reise nach Italien mehr. Es gibt jetzt Buchungen noch für so die nächsten 3-4 Wochen oder alles, das schon gebucht ist. Aber weiter, es hat wirklich an einem Tag keine Buchungen mehr für den Sommer in Italien. Wir haben gesagt, das ist nicht gut. Und dann am 10. März war ich in Amsterdam und dann hat der Bundesgesundheitsminister, Herr Spahn, hier in Berlin eine Pressekonferenz gemacht und gesagt, Leute sollen nicht mehr öffentlichen Verkehr nutzen. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss wieder nach Berlin, will nicht in Amsterdam geblockt werden. Und ich bin mit dem Zug von Amsterdam, Umsteig in Duisburg, nach Berlin gefahren und ich habe nie in meinem Leben so ein leeres Zug gesehen. Aber niemand. Dann habe ich gedacht, ja, das wird nicht gut sein. So etwas passiert sich jetzt, die nicht klappen wird. Und am nächsten Tag, ja, dann hat es angefangen, die Buchungen so drop, so überall in alle Städten, so zwei Phasen von letzte Woche Februar bis zum 11. März vielleicht. Und seit 11. März, das, ja, also fast, vielleicht so als Unfall gibt es ein bisschen Business, aber ja. Spannend. Und Max hat gerade ein bisschen erzählt, es ist immer wahrscheinlich einfacher in so einem Digitalbereich mit Programmierern, das dann auch umzustellen auf Homeoffice, auf Heimarbeit. Wie ist das bei euch, Samuel? Ihr seid jetzt komplett in Heimarbeit oder wie arbeitet ihr aktuell weltweit bei Header? Ja, also willkommen zu meiner Küche in Berlin, sieht man. Wir sind also in Asien, unser Asien-Office in Hongkong ist so seit Januar in Heimarbeit. Wir in Berlin seit dem so 11. März, so Tag nach der 10. Und jetzt ist die ganze Firma ja Heimarbeit, alle Büros in der Welt. Für uns war es ein bisschen einfacher, würde ich sagen, weil wir sind dazu so gewöhnt, so wir arbeiten mit Kollegen in der USA, in Indien, in Hongkong, in Dubai und natürlich haben wir alle die Tools bereit, mit Slack, Drive, VPN, so Online-Sicherheitssachen, so wir waren so ganz bereit, auf jeden Fall so mit Kollegen, die so nicht da sind, zu arbeiten. Und so weit, ja, also für die Produktivität, das Büro geht weiter und ich will auch an alle, die hier sein, sagen, so wir versuchen es jetzt auf jeden Fall so neue Produkte, neue Partner onzuboarden. Insbesondere so, wir haben verstanden, wie du gesagt hast, dass Inlandreise wird erstens sich wieder aufbauen und natürlich ist Deutschland ein super Markt dafür. Und jetzt ist das Ziel und wir sind bereit, alle, die ganze Business-Team arbeitet und wir nutzen diese Zeit wirklich, um neue Produkte zu gründen und neue Erlebnisse zu listen, neue Partner zu haben. Wir gehen weiter. Okay, spannend. Vielleicht so der Schwenk von Samuel, ein Tech-Unternehmen zu Max. Du hast gesagt, naja, die Programmierer, die haben jetzt eine VR-Maske zu Hause, okay. Wie ist denn für den Rest der Leute bei uns, wie war das? Wie geht der aktuell bei uns mit den Leuten um, wenn ihr ab dem 17. eigentlich kein Business mehr habt?
Ja, genau. Also beim analogen Bereich, also rund um den Bunker sind mittlerweile oder insgesamt 74 Personen beschäftigt. Also schon eine ganze Menge. Und die Grundlage ist eben erstmal entzogen worden, dort zur Arbeit zu kommen. Wir haben mit unserem Office-Team, also dem gesamten Admin, Sales und so weiter, eine Kurzarbeitregelung getroffen, die jetzt ab April beginnt für unsere direkten Mitarbeiter, also die Spielleiterinnen und Spielleiter. Die konnten wir zu Teilen auch in die Kurzarbeit schicken, wenn sie eben im richtigen Beschäftigungsverhältnis waren. Andere sind aktuell beurlaubt, greifen auf ihren Resturlaub zu, den sie noch haben, und werden dann eben gehen dann eben in den unbezahlten Urlaub. Wir hoffen tatsächlich, dass unsere Art von Freizeitangebot vielleicht schneller wieder reaktiviert wird als beispielsweise Kinos oder Theater, da wir eben dann doch diese kleinen Gruppen haben, die relativ abgeschirmt mit sich unterwegs sind und sich vorher auch schon kannten und eben kein Mix stattfindet. Ob dem so ist und wann dem so ist und ob es dann vielleicht auch Zuwendungen gibt vom Land Berlin oder sogar vom Bund, dass man sagt, es gibt irgendwie die Aktion, Leute, kommt wieder raus, greift die Normalität an. Ich habe gehört, dass in China gab es solche Maßnahmen. Wird man sehen, und wann es passiert sowieso. Vielleicht ganz kurz als Kontext. Wir haben, Max und ich haben am Montag, glaube ich, telefoniert. Und eine der Maßnahmen, die tatsächlich in China gerade stattfindet, ist zu sagen, es gibt ja auch eine incentivierende Regierung, die möchten ja, dass nach dem Lockdown so schnell wie möglich wieder eine Realität zurückkehrt, dass man so schnell wie möglich wieder das Gefühl hat, dass eine Realität entsteht. Und dadurch ist eine der Maßnahmen, wo wir, ich glaube, viele von uns das Wort erst neu gelernt haben, Helikoptergeld heißt die Maßnahme, zu sagen, okay, wenn ich als Staat wieder stimulieren möchte, dass die Leute rausgehen, dass die Leute shoppen gehen, dass die Leute was machen, dann kann ich Helikoptergeld verteilen. Das ist relativ bekannt dadurch geworden, dass wir es in den USA jetzt schon passiert. Also das USA verschickt generisches Helikoptergeld. Das funktioniert so, dass sie wirklich für Millionen Amerikaner einen Check in die Post geben und sagen, hier, bitte gib dieses Geld aus. Wenn du es nicht ausgibst, verfällt, um einfach die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und in China, und das finden wir ganz spannend, haben sie es noch mehr eine Spur konkreter gemacht. Da haben sie wirklich Schecks verschickt und die waren dezidiert für Freizeitangebote einzusetzen. Also mit denen konnte man ins Kino gehen, in den Escape Room gehen, in den Freizeitpark gehen, aber für nichts anderes konnte man das ausgeben. Und dort war es auch wirklich eine Strategie der Regierung, dort entsprechend einzugehen, darauf zu sagen, okay, wir wollen das wieder stimulieren und wollen also nicht nur die Anbieter unterstützen zu überleben, sondern wir wollen sie vor allen Dingen daran unterstützen, wenn das Geschäft wieder anläuft, dass es schnell wieder anläuft. Das war eine ganz spannende Entwicklung, die wir aus China gesehen hatten und die Thomas uns da mitgebracht hat aus China. Vielen Dank. Vielleicht, wir haben auch schon ein paar Fragen in die Richtung, vielleicht steigen wir einmal in die Richtung ein, zu sagen, Mensch, wie geht ihr denn jetzt gerade mit der Krise um? Vielleicht Max, und ich finde es spannend von Samuel, vielleicht gleich im Anschluss, sagen wir mal, ein globaler Blick. Was siehst du an guten Initiativen, wie Anbieter gerade jetzt mit der Situation umgehen? Seit 17. eigentlich keine Gäste mehr. Wahrscheinlich macht der, ich ärgere dich, jetzt komplett Urlaub. Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Wir hatten jetzt auch im After-Sales noch eine ganze Menge zu tun. Also die bestehenden Buchen mussten eben umgebucht oder in Gutscheine umgewandelt werden, im Best-Case, im Worst-Case dann eben auch erstattet. Vielleicht ganz spannend, weil das, glaube ich, für viele auch spannend ist. Wie habt ihr das gemacht? Wie geht ihr um mit Stornierungen? Wir sind proaktiv auf jeden einzelnen Buchen hinzugegangen, haben uns Wochen geschnappt und die wirklich aktiv angerufen bzw. angeschrieben, darum gebeten, eben den Termin in weite Ferne zu schieben oder eben einen Gutschein zu erhalten. Natürlich hatte jeder auch noch das Recht zu sagen, nein, ich möchte gerne mein vorher abbezahltes Geld erstattet bekommen. Wir haben da eine sehr, sehr gute Resonanz. Ich glaube, rund 75% aller vorab bezahlten Buchungen wurden dann eben in Gutscheine gewandelt oder in Umbuchungen. Das war also wow, ganz cool. Ansonsten unser Team Exit, also die analoge Rätselbande, die schläft nicht. Jetzt steht Ostern vor der Tür. Vielleicht bringe ich das an der Stelle kurz ein. Wir haben hier, ich habe hier einen Prototypen dabei. Das ist ein Spiel. Es nennt sich Flocke und die Hasenbande. Wurde in den letzten, ich glaube, gefühlt 72 Stunden entwickelt und konzipiert. Ist jetzt bei uns auf unserer Website käuflich zu erwerben und es ist eben ein Osterrätsel für zu Hause. Also die Familien, Freunde können sich eben dieses Set nach Hause bestellen, bekommen dann verschiedene Eier in diversen Farben und Rätsel, um halt eben ein Osterfest in den eigenen vier Wänden oder im Garten, wenn man denn einen hat, zu feiern und trotzdem ein Stück weit auch ein Escape-Game-Feeling zu erleben. Das sind so kleinere Maßnahmen, mit denen wir zum einen natürlich unsere Mitarbeiter beschäftigen wollen und werden, und halt auch unseren Spielern, unseren Kunden halt die Möglichkeit geben, sich in irgendeiner Form noch mit uns zu identifizieren über einen Gutschein hinaus,
Genau, und bei VR, um damit abzuschließen, da habe ich auch noch ganz schöne Geschichten von unseren Lizenznehmern. Es gibt einen Lizenznehmer in Den Haag beispielsweise, der vermietet sein VR-Equipment, quasi eine kontaktlose Lieferung, die man kann das buchen über die Website, dann fahren die zu der jeweiligen Adresse in Den Haag, liefern quasi das VR-Equipment und man kann dann für 3 Stunden halt darüber daddeln. Wow, geil. Und dann wird es wieder abgeholt, desinfiziert und eben zum nächsten Kunden gebracht. Aber wird nicht nach Berlin geliefert. Leider, so weit geht es noch nicht, genau. Und unsere Technik hier in Berlin ist nicht in der Lage, einfach so mal von A nach B zu transportieren. Aber damit will ich sagen, es gibt immer so kleine Hoffnungsschimmer, wo man sieht, okay, da macht sich jemand Gedanken, was kann er jetzt, wo kann er das Beste rausholen. Für uns wäre VR natürlich jetzt optimiert für den Home-Bereich. Man sieht es an den Brillenverkäufen, die sind überall extrem lange Lieferzeiten aktuell. Also es werden ganz, ganz viele Brillen gekauft für den Heimmarkt, aber so ein Spiel, was früher LBE war, jetzt in den Heimmarkt zu transportieren, dauert natürlich auch noch ein Stück weit Entwicklung und Portierungszeit, ja. Spannend, schönes zu hören. Samuel, wie war es bei den Anbietern bei euch? Was hast du an guten, vielleicht auch gerade viele Anbieter heute hier dabei? Was sind so Initiativen, wo du sagst, Mensch, das kann auch eine Inspiration sein? Also die erste Sache, die wir gemacht haben, ich gehe kurz wieder über das Thema Stornierungen. Ja, wir haben dasselbe gemacht, so Umbuchung oder auch angeboten, so ein Voucher zu kriegen. Wir haben aber für Leute so, wir haben so ein Incentiv, gesetzt, wo Leute, die so das Voucher wählen, ich denke, das ist 20% so extra Wert bekommen. So, wenn man eine Buchung für 100 Euro hat, kann man ein 120 Euro Voucher bekommen. Das hat eigentlich viel geholfen. Und was wir bemerken, ist so, das sind überall so fast die Hälfte der Kunden, die so für das Voucher gehen. Also das natürlich ist ein Grund auf Hoffnung. Und wir haben so, das war mit den Suppliers koordiniert, weil was wir gemacht haben, was wirklich so jedes Mal, dass in einer neuen Stadt oder einem neuen Land die Maßnahmen genommen worden, so okay, ja, jetzt ist Lockdown, alles wird geschlossen für 1-2 Monate und sowas, haben wir gesagt, okay, die Stornierungs Cancellation Policy ist 48 oder 24 Stunden. Deshalb alle können jetzt ein Refund bekommen. Wir können das nicht ablehnen, aber wir können das versuchen, so mit dem Bonus für den Voucher, seid ihr damit so einverstanden, ist okay. Und ja, so alle haben ja gesagt, die Idee war, so viel wie möglich, so viel Buchungen zu retten, würde ich mal sagen. Jetzt ist bei uns jetzt Buchungen weiter zu haben, ist nicht wirklich das Ziel, weil wir haben das ein paar Wochen, ja, versucht und wir haben, gibt es noch einen Staat in der Welt, wo es keine Maßnahmen gibt, aber nein, auf jeden Fall ist es so, überall, wo wir aktiv könnten werden, gibt es nichts zu buchen und das ist eigentlich so. Jetzt, was wir versuchen zu machen, ist wirklich so eine Verbindung, ein Connection mit dem Kunden zu maintain, ja, genau. Es ist schwer, als ich starte. Aber das ist nach so 7 Jahren Deutschstudium, aber ja. Nein, also wir schicken E-Mails, ja, wir haben so Content gegründet, so wir haben diese, also wir heißen Headout und wir haben diese Headout from your couch Projekt gemacht, wo alle Kunden, die so etwas zum Beispiel in Paris gebucht hatten, bekommen eine E-Mail mit Virtual Tours, mit so ein Auswahl von Serien, Filme, Bücher, Dokumentaren, alles Content und wir versuchen es so dann Empfehlungen für die nächste, wir sagen ja, wir wollen regelmäßig diese ähnliche E-Mails oder willst du von deinem Couch nach einer neuen Stadt fahren, so du hattest Paris gebucht, aber willst du das nächste Mal nach Rom oder Barcelona, also ja, diese, ich denke, das ist jetzt bereit für so 8 Städten und die Idee wird so für so viel wie möglich diese selbe Erlebnisse zu haben und ja, die Idee ist nicht, dass die Leute werden, also es geht nicht um Geld oder Verkauf, es ist mehr eine Verbindung mit den Kunden zu haben und ja, sicher zu sein, dass die Leute so vergessen nicht, dass sie eine tolle Portal gefunden hatte, wo man alle die beste Experiences in einer Stadt buchen kann und
Und wir nutzen natürlich dafür die Partners viel, weil die kennen die Städte besser als uns. Und die können so das Virtual Content von den Partnern. Ja, also viele Empfehlungen bekommen wir dann. Und der nächste Schritt damit wird, wirklich so Live-Experiences zu tun. Selber, also die Idee ist nicht, dass Leute werden 20 Euro zahlen, um so ein Virtual Tour von Live-Tour mit von Florenz zu haben. So, ja, niemand ist in dieser Stimmung. Aber ja, es ist die Idee, dass die Partner trotzdem zeigen können, dass die so tolle, professionelle Reiseführer haben, dass es viel zu lernen, viel zu erkennen gibt, und wirklich die Beziehung mit dem Kunden nicht zu verlieren. Ich würde sagen, dass ja die einzige Sache, die ich sehe, ist wirklich mit dem Kunden verbunden zu bleiben. Spannend, spannend. Ich glaube, weil viele Anbieter heute auch mit dabei sind, wir haben auch ein paar Fragen, aber ganz konkret, ich glaube, die drei Themen, die ich heute mitgenommen habe und das auch nochmal konkret als Tipp, und das sehen wir auch bei BookingKit, ist tatsächlich so, dass so die letzte Woche jetzt auch angefangen hat, das Buchungsvolumen wieder hochzugehen, nicht weil Freizeitangebote wieder offen haben, sondern weil es wahnsinnig viele kreative Ideen da draußen gibt, zu sagen, was kann ich jetzt trotz dessen machen? Und ich fasse nochmal zusammen, was ich heute hier gelernt habe. Hab einmal den Klassiker in Anführungszeichen Gutscheine gelernt, aber wirklich nochmal die Einladung, viele Leute sind gewillt, jetzt aktuell Freizeitangebote auch zu unterstützen, die wollen in Zukunft Freizeitangebote machen, da gibt es tolle Ideen zu, auch ein paar zusammengefasst, nochmal auf bookingkit.net oder bookingkit.de könnt ihr euch das anschauen, wir haben ganz viele Beispiele dort zusammengefasst, auf einer speziellen Hilfeseite, da findet ihr auch konkrete Beispiele, das zweite zu sagen, hey, kann ich meine Produkte irgendwie nach Hause liefern lassen, also kann ich dann doch das, was ich irgendwie habe, teure VR-Brillen, kann ich die dann vielleicht nach Hause vermieten, um irgendwie trotzdem noch Geld zu verdienen mit den teuren Gegenständen, die ich investiert habe. Und das Dritte, das hatten wir auch letzte Woche, gibt es ganz tolle Beispiele. Das London Museum hat zum Beispiel eine virtuelle Tour gemacht oder verschiedene Aktivitäten. Wie kann ich eigentlich virtuelle Touren anbieten? Weniger, das teilen viele Sammler als Argument zu sagen, weniger aus dem Aspekt jetzt ganz, ganz dasselbe Umsatzniveau wie vorher zu verdienen, sondern mehr die Kunden, die verbunden sind mit mir, da mitzunehmen und zu sagen, hey, behalte den Kontakt zu uns als Marke, zu uns als Aktivität, und dann, wenn die Leute wieder rausgehen dürfen, denken sie, Mensch, hey, das war auch virtuell toll, da möchte ich jetzt in echt wieder hingehen. Das würde ich wirklich wärmstens ins Herz legen. Dazu gibt es auch eine Frage von Jan Benzien. Jan, du musst mir nochmal erklären, wie man es genau ausspricht. Jan, sage ich einfach. Jan fragt, hallo in die Runde, im letzten Webinar habt ihr empfohlen, Gutscheinrabatte auf den Markt zu bringen. Doch in BookingKit kann ich keine Gutscheine rabattieren. Könnt ihr dort relativ schnell und flexible Hilfestellung geben? Ja, es gibt so verschiedene Aspekte zu sagen, macht es Sinn, Gutscheine zu rabattieren, direkt zu rabattieren, um zu verhindern, dass man doppelt sich einen Rabatt sichern kann. Es gibt aber, lieber Jan, konkrete Maßnahmen, wie du es machen kannst, wie es verschiedene Anbieter, ich glaube ihr auch, in BookingKit direkt machen können. Das heißt, wenn du einfach kurz eine E-Mail an service@bookingkit.de schreibst, dann helfen dir die Kollegen gerne sehr konkret weiter. Ich glaube, wir hatten auch eine zweite Nachfrage in die Richtung. Sehr, sehr gerne einfach nachfragen. Das hilft super. Und da können wir auf jeden Fall Sachen machen. Eine Frage kam von Wolfgang. Glaubt ihr, dass in der Fade-In-Phase es möglich ist, Stadtführungen zu Fuß unter freiem Himmel wieder durchzuführen, zum Beispiel begrenzt auf wenige Teilnehmer? Oder glaubt ihr, dafür wird es gleich lange dauern, beziehungsweise wird noch länger dauern, bis wirklich Reisen wieder möglich sind? Samuel, hast du eine Ahnung zu sagen, welche Produkte, denkt ihr, auf euren Plattformen werden als erstes wieder anfangen? Ich denke, dass wir wirklich nicht dasselbe in alle Städten, in alle Orte sein. Es kommt wirklich darauf an. Ich denke, ich bin damit einverstanden. Ich denke, so Touren, die so nicht drin gehen müssen, so werden ein bisschen einfacher, damit anzufangen. Tatsächlich muss ich sagen, ich war letzte Woche am Telefon mit jemandem von so einem Stadt Paris, so lokalen Regierung, ja, die im Bereich Tourismus aktiv ist. Ja, da hat gemeint, Museen, also alles, was so Museen und Attraktionen wird nicht extrem einfach sein, weil auch die Leute, die so da arbeiten, geschützt werden müssen. Und es muss sicher sein, dass so die nicht in Kontakt mit so zu viele Leute von Anfang an wieder sind. Und ja, Maßnahmen werden gebraucht, um so Vollkapazität zu haben, wird nicht einfach. Und auf jeden Fall, was ich gesagt wurde, schon auch in
ein paar Länder ist, wenn die ersten Museen wieder öffnen, werden wahrscheinlich Tours in den Museen für ein paar mehr Monaten verboten bleiben, da die größte Risiko kommt von einer Gruppe von Leuten drinnen zusammen zu haben. Also ja, es klingt total wie eine bessere Idee, so alles draußen, so viel wie möglich draußen am Anfang zu organisieren. Vielen Dank. Also ich glaube auch, Wolfgang, so ein bisschen die Perspektive daraus. Es gab jetzt am Sonntag auch klar noch ein Video mit, ein Interview im Spiegel mit dem Vorsitzenden des Deutschen Städteverbandes. Das ist ja in Deutschland super regional, wie auch die Regulierungen aufgesetzt sind, auch aktuell. Wir haben ja im südlichen Raum vor allen Dingen wirklich ja Ausgangsverbote. Wir haben in Sachsen, ich glaube, eins der strengsten Gesetze, wo es wirklich auf 2 Leute dürfen sich treffen in 5 Kilometer Entfernung um ihren Wohnort herum reglementiert ist, bis zu Berlin, die, glaube ich, Max hat es erwähnt, relativ spät das überhaupt erst runtergefahren haben. Das heißt, es ist auch zu erwarten, dass es sehr, sehr regional, sowohl in Deutschland, aber auch in den deutschsprachigen Ländern, regional unterschiedlich wieder eröffnet ist und eröffnet werden wird. Ich glaube, die gute Nachricht, die wir alle mitnehmen können, ist, es gibt auch seitens der Regulierer, seitens der Regierung ein Incentive und eine Awareness dafür, zu sagen, Freizeiteinrichtungen müssen schnell wieder eröffnen, um den Leuten auch nach dieser Lockdown-Phase entsprechend die Möglichkeit zu geben, wieder Freizeitangebote wahrzunehmen, wieder ins normale Leben zurückzukehren, nach irgendwie einer Zeit von wochenlang zu Hause eingesperrt zu werden. Und dazu im Parallel gibt es auch eine Frage von Nico. Nico hat gefragt, kann man davon ausgehen, dass der B2B-Markt deutlich langsamer anläuft als der B2C-Markt? Die Frage will ich weitergeben. Ich glaube, ihr habt relativ viele B2B-Buchungen. Max, wie ist denn dein Blick darauf? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich hätte die Glaskugel schon bei uns im Büro gefunden. Tatsächlich, die Mutmaßung, die ich hier bestrebe oder anstrebe, wäre wie folgt. Ich glaube schon grundsätzlich, dass die Bereiche Bildung, also Schulen, Kitas, aber dann natürlich auch die Arbeit, die ja nie ganz in Gänze runtergefahren wurde, nur weitestgehend ins Homeoffice transportiert wurde, dass die schnellst am ehesten wieder zusammenkommen. Und dann glaube ich auch daran, dass die Teamtrainings, die vorher wichtig waren, und die Teambuilding-Maßnahmen auch wieder wichtig sind, vielleicht sogar wichtiger, wenn man monatelang irgendwie eben keinen direkten Kontakt mit den Mitarbeitern hatten, vielleicht auch neue Mitarbeiter gekommen sind in dieser Zeit oder alte gegangen sind, dann ist es umso wichtiger, dieses Team wieder zu fördern. Deswegen glaube ich schon daran, dass B2B-Maßnahmen extremst gefragt werden, sofern es denn möglich ist. Auf der anderen Seite sind natürlich B2B-Kunden beziehungsweise Unternehmen bestehen halt aus vielen verschiedenen Familien und Einzelpersonen. Natürlich ist da ein Übertragungsrisiko um einiges höher, als würde jetzt die Familie zu uns in einen Escape Room gehen, die davor halt eben in ihrer Wohnung zusammen Zeit verbracht haben. Also von daher weiß ich nicht, ob es da eine Regulierung seitens des Landes oder seitens des Bundes geben wird, zu sagen, ja, ihr dürft arbeiten, aber bitte trefft euch erstmal noch nicht in der Freizeit oder eben da auch eine Erlaubnis zu geben. Der Bedarf wird da sein. Spannend. Und den Bedarf kann ich übrigens auch bestätigen. Also wir bei Booking Kids sind ja jetzt seit einigen Wochen komplett im Homeoffice, analog quasi zur Headout. Wir haben das große Privileg, dass das natürlich für uns gut funktioniert, weil wir viele Tech-Arbeiter haben, viele Leute, die quasi am Laptop sitzen und jetzt nicht hier im Büro sitzen, sondern zu Hause in der Küche quasi am Laptop sitzen. Und aber wir hatten auch Leute, die jetzt beispielsweise im April neu angefangen haben, und das ist natürlich super weird, wenn man seine Kollegen nie wirklich kennenlernt, nur über irgendwie Screencaps, Video-Apps da kennenlernt. Und da wird es definitiv bei uns und, glaube ich, auch bei anderen einen Aufholbedarf geben, der nur gebremst wird von entsprechend ärztlichen Empfehlungen oder Regierungsempfehlungen, zu sagen, hey, vielleicht passt ihr da nochmal entsprechend drauf auf. Da gibt es ja verschiedene auch Thesen, wie sieht diese Exit-Strategie daraus aus. Nach meinem Verständnis, ich habe jetzt keine Daten dazu, Nico, zu konkret, wie es in China aussieht, B2B versus B2C-Markt. Das heißt, es ist mehr eine Meinungs- denn eine Datenäußerung, aber so aus dem, was wir dort sehen und beobachten, ist es so, dass beide Bereiche wirklich wieder hochfahren und auch die chinesischen Firmen ein hohes Incentive, ein hohes Interesse daran haben, jetzt wirklich die Arbeit wieder beginnen zu lassen. Und dazu gehört letztendlich auch, Freizeitaktivitäten als Gruppe wieder durchzuführen. Vielleicht eine Frage kam von Michaela, und Hanna interessiert sich auch dafür, welche App ist denn gut, um virtuelle Touren zu gestalten, anzubieten? Hanna würde das auch interessieren. Ich weiß nicht, du bist der virtuelle Experte. Hast du eine Empfehlung, wo man sagt, hey, so könnte ich mein Angebot irgendwie virtuell, oder Samuel hat auch eine Idee?
Könntest du die Frage ein bisschen langsamer wiederholen, lieber? Fair. Michaela möchte wissen, Michaela hat ein Freizeitangebot und möchte gerne eine virtuelle Tour daraus machen. Was ist denn ein gutes Programm, um das zu machen? Also ich muss sagen, ich habe ich muss kurz gucken. Wir haben etwas benutzt, der ganz gut war. Wir haben ein paar verschiedene Sachen benutzt. Vielleicht kann Max eine Antwort geben. Ich muss wirklich kurz in meinem System den Namen kurz schauen. Ich habe es nicht im Kopf. Okay, dann lasse ich dich kurz suchen. Also was wir gerade prototypen bei uns im Games Department auf der analogen Seite ist ein Zoom Escape Room, also auf der Plattform Zoom. Wir testen gerade, ob es möglich ist, in diesem Bunker mit den sehr dicken Wänden und schlechter Datentransport es möglich zu machen, eben einen Game Master von uns in die Räume zu stellen, der dann eben geleitet wird von außen über ein Videochat. Das könnte eine Möglichkeit sein, auch unsere Räume weiterhin zu nutzen. Natürlich ist es nochmal ein anderes Gefühl, wenn man nicht selbst in dem Raum ist, keine Frage, aber wenn man den Spielleiter eben mit einer 360-Kamera gut ausstattet und auf die Kameras zugreifen kann, die es eh in dem Raum gibt, dann könnte das ein Erlebnis sein, auf dem man aufbauen kann. Super spannend. Also das wäre von der Technologieweise quasi, ich nutze das vorhandene Produkt weiter, jetzt in dem Beispiel mit Zoom oder irgendeiner Videostream-App, die es da draußen gibt, und erstatte dann vor allen Dingen, ich glaube, darauf kommt es immer an, zusammen mit irgendwie einer guten Kamera, eben nicht der Laptop-Kamera, mit gutem Audio entsprechend nochmal die Leute aus und kann das dann zu einem virtuellen Produkt machen. Und Samuel hat vielleicht auch noch gerade parallel geschaut und hat eine ganz konkrete Idee, wie man das virtualisieren kann. Ja, also die Software, die wir benutzt haben, ist gut war, heißt Big Marker, so also Big Marker, MARKER. Und ja, das haben wir benutzt, weil es macht die Interaktion mit Leuten, die so an den Tour teilnehmen, ganz einfach. So wir könnten so sehr einfach so verschiedene Bilder und Video und alles so direkt so ohne Screenshare, aber wirklich so als Präsentation zu haben. Und es war auch einfach nicht nur so ein Chat oder Fragen zu bekommen, aber wir hatten diese Umfrage-Feature haben wir benutzt, weil das war auch so, wenn man natürlich so eine Tour so mit der Reiseführer nimmt, ist es sehr wichtig, so eine Verbindung zwischen dem Reiseführer und den Kunden zu haben. Und das Teil davon ist natürlich, dass der Reiseführer so stehen kann, aber wer weiß, so, wer war schon in Paris oder wer weiß, ich weiß nicht, so wann die, so hat jeder eine Idee, so wann die Eiffelturm gebaut wurde oder irgendwas. Und das bringt ein bisschen mehr Interaktion und es ist natürlich nicht einfach, die Leute online für ein Tour so stark zu engagieren. Und ja, es gibt viele Features das mit Big Markers, die damit ganz gut helfen. Und wir sind ja eigentlich zufrieden damit. Super, also Big Marker ist, glaube ich, auch so aus dem Segment der Webinar-Software. Wir nutzen ja Webinar-Jam, wo ihr gerade drin seid. Big Marker, da gibt es verschiedene Modelle, die ermöglichen, ähnlich wie wir das mit dem Chat machen. Da gibt es aber auch Umfragen, da gibt es quasi verschiedene Dateien, die man auch bereitstellen kann. Also ermöglichen, das wirklich interaktiv zu gestalten. Und das ist wirklich super spannend. Mit Blick auf die Uhr vielleicht nochmal so eine letzte Fragenrunde. Wir haben viel gesprochen über, wie erlebt ihr das aktuell? Irgendwie seit 17. März eigentlich keine Buchung mehr im wirklichen Kerngeschäft. Siehst du denn auch Chancen aus dieser aktuellen Krise? Hast du gesagt, okay, Mensch, ja, vieles ist einfach scheiße, aber was ist Inspiration, wo man sagen kann als Anbieter vielleicht, okay, das kann man daraus ziehen? Und danach die gleiche Frage an dich, Samuel. Ja, also ich glaube, es geht uns allen so, sowohl meinem Mitgründern als auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sind da sehr ambivalent unterwegs. Es gibt Tage, an denen wir wirklich denken, okay, jetzt packen wir es an und jetzt schaffen wir Lösungen und dann gibt es wieder Rückschläge oder auch Prognosen, die einen halt eben nicht sehr, sehr hoffnungsvoll stimmen. Wir versuchen uns der Krise anzunehmen, indem wir halt viele, viele Dinge nochmal hinterfragen. Das fängt an bei der Dauer unseres Mietvertrages. Können wir mit unserem Vermieter sprechen, um diesen Vertrag beispielsweise ein Stück weit zu verlängern oder zu verkürzen, je nachdem, wie flexibel sind wir da. Aber auch viele Dienstleisterverträge. Einfach nochmal drüber nachzudenken, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass wir das jetzt aktuell in-house bewerkstelligen können, um eben Kosten zu sparen? Oder ist es vielleicht grundsätzlich eh schon organisch gewachsen über die Jahre und
ist so ein bisschen aufgequollen. Das sind die Chancen, die ich da sehe. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, natürlich gehen wir hier als Unternehmer auch ein Risiko ein, dass wir halt eben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, gerade auch im Bereich des Development. Da ist es nicht sehr förderlich, wenn wir lange unsere Entwickler auf Kurzarbeit schicken oder in Heimarbeit schicken und eben keine neuen Produkte jetzt gerade weiter vorantreiben. Also es geht einmal um das Inhaltliche und dann natürlich auch um das Arbeitsvolumen. Da müssen wir halt zusehen, dass wir schnellstmöglich dann auch Produkte schaffen. Genau. Vielen Dank. Samuel, siehst du Chancen? Ja, also ich denke, wie Max gerade gesagt hat, es gibt erstens eine Chance, so ein bisschen, so alles ein bisschen zu verbessern, so alles mit Organisation, mit oder wir haben bemerkt, vielleicht nützen wir der Steuerberater ein bisschen zu viel und es gibt manche Sachen, dass ich selbst machen könnte und wir haben geschafft, so global ohne so Regierungshilfe und ohne Kurzarbeit anzurechnen. Unsere monatlichen so Geldausgabe von so 28% zu reduzieren, weil ja es ist jetzt die gute Zeit, so alle die kleinen Sachen zu finden und das eins und zwei und natürlich jetzt auch so reisen wir viel weniger als normalerweise und das damit wird Geld gespart. Ja, ich denke alles die wirklich die internelle so Organisation zu perfektieren, ist jetzt die gute Zeit. Das ist natürlich nicht dasselbe wie so Entwicklung und neue Produkte und Initiativen, aber das wird für die Zukunft auch so damit helfen, Geld zu sparen und mehr Effizienz zu haben, mehr produktiv zu sein. Das ist eine meine höchste Priorität. Und ich finde, es ist insbesondere auch so in ein Business mit Saison, so wie Tourismus, ich weiß, wo wir sind, wo wirklich Sommer, Winter nicht dieselbe sind, ist es nicht einfach schon im März auf das nächste Jahr zu denken. Normalerweise fast unmöglich. Man hat Planung und Vorbereitung, hat man im Tourismus wirklich November zu März und dann ist Hochsaison und es gibt alles zu tun. Und es ist diese wirklich so sehr einzige, vielleicht wird es nicht wiederkommen, die Möglichkeit zu haben, jetzt für Projekte, die so ein Jahr nehmen werden, aber für Sachen, die so, wenn man sicher ist, natürlich da noch in, also die erste Sache ist, sich zu versichern, dass man noch im Sommer 2021 da ist, aber wenn das bestätigt ist, dann gibt es eine Möglichkeit, weiter zu planen und auf viel, ich denke, deutlicher Projekte Zeit zu geben. Und wir versuchen das jetzt auch ein bisschen so, wie wir wirklich die Erfahrung von allen Kunden, wie so, was können wir so total neu nächstes Jahr bringen, dass wir sonst so keine Zeit dafür hätten. Vielen Dank. Also ich glaube, eine der Inspirationen auf jeden Fall, die ich da auch nochmal mitnehme, zu sagen, hey, jetzt vielleicht all die Themen anzugehen, für die man nie Zeit hatte, für die man immer mit einem Anbieter gesprochen, einem Freizeitanbieter, der gesagt hat, hey, ja, ich habe irgendwie gar keine Kunden, aber jetzt ist genau der Moment, ich kümmere mich um all meine strategischen Projekte, wo ich immer gesagt habe, schaffe ich nicht, weil ich habe so viele Kunden und ich kann nicht mitten meine ganzen Prozesse umstellen, ich kann nicht alles umstellen. Jetzt ist aber für mich der Moment, jetzt ist keiner da, jetzt kann ich alles umstellen. Das vielleicht, das ist eine Inspiration. Jetzt sind wir 3 Minuten über der Zeit. Es gibt eine sehr konkrete Frage noch an Max von Gesine. Unbezahlter Urlaub für 450 Euro Kräfte. Ist das eine private Einigung mit euren Mitarbeitern oder rechtlich abgesichert? Wir können keine Rechtsberatung machen. Magst du was dazu sagen? Ich kann was dazu sagen und ich versuche mich jetzt sehr kurz zu halten. Also tatsächlich ist es so, dass für unsere Minijobber und für unsere Werkstudenten eben keine Kurzarbeit möglich war, als wir die Betriebsversammlung ausgerufen haben. Und dann haben wir ihnen ähnlich wie bei der Kurzarbeit, die ja eben auch zustimmungspflichtig seitens des Arbeitnehmers ist, angeboten, in den betrieblichen Sonderurlaub zu gehen, der dann eben unbezahlt ist. Das haben wir erstmal für 4 Wochen datiert. Damit haben wir zweierlei Dinge versucht. Zum einen uns Zeit zu kaufen, um vielleicht auf irgendwelche neuen Regulierungen zu hoffen oder eben auf eine Aufhebung des Betreiberverbots zu setzen. Es ist so, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin das freiwillig entweder dem zustimmen konnte oder eben nicht. Und die Konsequenz daraus waren eben auch betriebsbedingte Kündigungen eben für diese beiden Arbeitnehmergruppen, weil wir da keinerlei andere Möglichkeiten hatten, sie jetzt aktiv zu beschäftigen oder zu bezahlen. Vielen Dank.
Insofern vielen Dank nochmal an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an Samuel, als einer der europäischen Experten dieser Industrie auf Deutsch, uns die Sachen zu erklären. Vielen Dank, aus deiner Berliner Küche hier zugeschaltet zu sein. Vielen Dank, Marc, für deinen großen Berliner Freiheitsanbieter, hier uns Rede und Antwort zu stellen, von irgendwie den Chancen bis hin zu Arbeitsverträgen mit Einzelnen. Vielen lieben Dank und wir freuen uns auf nächste Woche und updaten euch dann auf jeden Fall noch mit ein paar konkreten Tipps und den Updates aus der Industrie. Vielen lieben Dank. Bis dahin, schönen Donnerstag. Danke.